Leben. Ich muss gerade mal gucken, wie ich das hier mache mit meinen Kopfhörern, damit ihr mich überhaupt sehen könnt. Ich bin heute Morgen schon in Dillingen, weil ich gestern Abend bei meiner Freundin Steffi war, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt. Und ich habe übernachtet. Wir haben einen schönen Samstagabend gehabt. Und jetzt laufe ich gerade zum Bahnhof und die Sonne scheint. Und ich bin mega happy. Ist irgendwie total komisch, mal wieder laufend zu filmen, während hier irgendwie andere Menschen um mich rum sind. Aber I try. Und ich habe mich gerade dazu entschlossen zu laufen, weil ich wahrscheinlich sonst heute wieder den ganzen Tag nur sitze. Und heute Abend bin ich mit meinen Freundinnen in der Sauna verabredet und einfach irgendwie ein total schönes Wochenende. Und ich freue mich schon mega drauf, einfach mal zu entspannen. Das ist so richtig, finde ich, auch im Winter perfekt irgendwie. Im Sommer denke ich nie drüber nach, in die Sauna zu gehen, aber im Winter braucht man es manchmal. Wobei es gestern und auch heute jetzt gar nicht so kalt ist. Irgendwie hält sich in Grenzen. Aber meine Laune ist immer noch ziemlich gut. Bin total gespannt. Ich bekomme am Montag Bescheid, ab wann ich dann in die Wohnung rein kann. In meine neue Wohnung. Surprise, surprise. Und ja, ab da kann dann das Kistenpacken beginnen. Und ich freue mich noch nicht so drauf, aber es muss sein. Let's go to the journey. Ich fahre dann so ungefähr eine halbe Stunde und dann bin ich wieder in eurem. How are you? Hattet ihr eine gute Nacht? Jo. Jo. Ich habe gerade gekocht. Das ist ein Glasnudelsalat. Und dann gibt es noch ein leckeres getrocknete Algen-Topping. Guten Appetit. Chin chin. Nero ist auch am Tisch. Hallo von meiner kleinen Bearbeitungsstation. Ich sitze am Rechner und warte gerade darauf, dass mein Video hochlädt für heute. Und ich dachte, ich quatsch mal noch ein bisschen mit euch, bevor ich nachher in die Sauna verschwinde. Ich habe irgendwie, seit ich euch davon erzählt habe, dass ich umziehe, so ein total erleichtertes Gefühl. Und es ist irgendwie, mein Gefühl ist so von Scheiße, ich muss wieder umziehen, zu ich freue mich jetzt wahnsinnig darauf, alles neu zu machen und euch mitzunehmen. Geswitcht und das ist ja auch das, was ich heute Morgen schon erzählt habe, aber es ist irgendwie so heftig, weil ihr ja in dem einen Vlog, wo ich geschrieben habe, dass es wieder eine emotionale Veränderung gibt, gesehen habt, dass ich so mit mir gehadert habe und dass es in meinem Kopf war es wirklich so, dass ich nur an die schlimmen und negativen Sachen gedacht habe und manchmal ist das so, manchmal hat man Phasen, in denen der Kopf einfach so fixiert ist auf irgendwas Negatives, dass man mit all seinen guten Gefühlen und sich selbst gut zu reden da gar nicht gegen ankommt. Und ich wollte euch mal sagen, dass das normal ist und dass ich das öfter mal habe. Und ich finde auch, dass das
oft in der Gesellschaft so als, ach ja, wir Frauen sind ja irgendwie launisch, abgestempelt wird, aber das haben auch Männer. Und das hat natürlich was mit den Hormonen zu tun, aber auch einfach mit der emotionalen Verfassung und einfach auch der Gesamtsituation. Und der Körper hat einfach so einen Schutzmechanismus, wo er dann sagt, wow, hier geht gerade wieder was ab, wir müssen uns schützen, vielleicht ist das jetzt doch zu gefährlich, was wir hier tun, vielleicht sollten wir zweifeln, und das ist alles ganz normal. Und es ist sehr schwer, darüber hinauszukommen, das weiß ich zu gut, und ich bin super froh, dass mir meine Mama echt meistens dabei hilft, mich wieder aus dem Loch rauszuziehen. Aber eine Sache, die ich euch noch als Tipp mitgeben kann, falls ihr auch in so einer Situation seid oder das öfter erlebt, ist nett zu euch selbst zu sein und euch selbst auch mal für Dinge zu verzeihen, die ihr vielleicht falsch entschieden oder also vermeintlich falsch entschieden. Für mich gibt es keine falschen Entscheidungen. Das Leben ist einfach so, wie es ist, und wenn irgendwas irgendwie passiert ist, dann gibt es kein Zurück mehr. Und deswegen ist jede Entscheidung eine, die für oder gegen etwas ist, und man kann sich dann auch wieder für was anderes entscheiden, wenn die eine Entscheidung nicht ganz so komfortabel war. Und mir selbst zu verzeihen, das musste ich erstmal richtig hart lernen. Ich war eher jemand, der sich gerne selbst fertig macht, eigentlich in fast jeder Situation. Und ich sag da wirklich zu mir, Lea, ich verzeih dir für das und das. Lea, ich verzeih dir, dass du das Video nicht pünktlich hochgeladen hast und so weiter. Und dann merke ich immer, wie meine Psyche aufatmet, wie der innere Konflikt von mir gegen mich selbst weniger wird, weil es einfach zwar nur so ein kleiner Satz ist, den man zu sich selbst sagt, der aber viel Bedeutung hat, wenn man es wirklich so meint. Und vielleicht könnt ihr das mal ausprobieren. Vielleicht geht es euch ja manchmal ähnlich, und vielleicht hilft es euch ja auch weiter. Das würde mich sehr freuen. Und in diesem Sinne sage ich jetzt Kuss und Schluss. Bis morgen zu Vlogmas Tag 10. Vlogmas Tag 10, wir sind schon fast die Hälfte. Schön, dass ihr dabei seid.